fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer spannenden neuen Folge Squab Mechanik hier mit dem Tigo und mit dem Jakob, den ihr nicht hören könnt, Gott sei Dank. Weil sonst quatschen wir in einen Mod rein. So, wir... Wir bauen heute eine S-Bahn. Ich muss mal euch den Ton anmachen, damit ihr alles hört. So, jetzt hört er auch wieder. Jetzt könntet ihr den rein theoretisch hören. Rein theoretisch, wenn er redet. Aber das tut er Gott sei Dank nicht. Deswegen mache ich das schnell wieder den Ton aus. Wir wollen ja gar nicht die Idee ihm geben, mir hier überhaupt rein zu reden. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen ihm noch nicht mal die Idee eine Chance geben. Er kann mir natürlich die ganze Zeit die Ohren zulabern, aber ich höre mich meine eigene Stimme höre ich selber auf die Ohren. Also ist das eigentlich total egal. Total, hoppala. Total egal. So. Total egal ist das Ganze. Wenn er mir voll labert, ist das egal. Obwohl, ich glaube, das ist für euch doof, wenn ihr die ganze Zeit den Ton nicht hört. Also mach mal Ton doch mal. Ton, Ton, Ton. Alles schön mit einem guten Ton. Was macht der eigentlich, der Vollidiot da oben? Wir gucken mal zwischendurch. Leise. Psst. Ui. Da ist ein Dampflok. Er sieht uns nicht. Sind geduckt. Ich flüster, das hilft. Jetzt kann er uns gar nicht mehr sehen. Auch wenn er uns anguckt, gekonnt ignorieren. Ich hoffe, der weiß, dass hier eine Kante ist. Das wird lustig. So, aber zurück zu unserem tollen, lustigen Projekt. Das nennt sich S-Bahn. S-Bahn. Kennt jeder, hasst jeder, braucht fast jeder. Also genau das, was die Deutsche Bahn gerne machen würde. So, wir haben hier irgendwie ein paar viele Mods drin, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber Jakob hat sich unbedingt das Tudi-Komplett-Paket gewünscht. So bekommt das. Ganz klar. Kommt er das? Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, bis ich die Teile gefunden habe, die ich suche. So, Teile haben wir gefunden, mehr oder weniger. Fahren wir mal das ganze Glö hoch. So, das ist der Kranz, der ist viel zu weit außen, fällt mir gerade auf. Da hat jemand ganz schlecht gebaut. Ganz schlecht gebaut und geplant. Wer macht denn so einen Scheiß? Das war sicher der Jakob. Ich habe irgendwie Bering vergessen. Hier, wir gehen mal ganz kurz ein Lager. Ich muss viel häufiger diese Suchfunktion benutzen. Muss man gewöhnen, Sachen zu suchen, statt zu suchen. Gott sei Dank hört er mir nicht zu. Gott sei Dank. Ist noch immer Montag? Es ist noch nicht der 31. Noch nicht. Noch ist er nicht gekommen. Noch ist nicht Silvester. Wir haben natürlich... Boah, geil. Das Teil ist falsch. Wir bauen so einen Scheiß, Mensch. Kann der Theo noch nicht mal... kann der Jakob noch nicht mal symmetrisch bauen. Es ist schwer, gutes Personal zu finden. Wo man alles immer selber machen. Ich weiß das doch. Wie schlimm das ist. Wer hat die Schienen hier gelegt? Jakob sicher. Mann, oh meh, da muss das doch wieder weg, oder was? Ach, nö. Hat er doch richtig gemacht. Die Schienen hat er scheußlich verlegt. Der Ding ist ja auch, der hat eine Pfanne, wenn er das sieht. Ach, du Schande, ey.
Oder? Nee, dann ist doch falsch. Hab mich umentschieden, ist doch falsch. Nämlich. Was ist falscher als falsch? Eieieiei. So. Wunderbar. Einen Augenblick bitte. Danke. Dinge, meine Damen und Herren. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Sicher nicht. Das tut er. Wir haben heute Rollen getauscht. Ich bin Profi, er ist Enttäuscher. Er hat heute schon eine Map geschrottet, trotzdem ist er auf einer Map. Von mir. Ich weiß, ich vertraue ihm zu viel. Ich bin halt zu nett zu Leuten. Ich bin halt gutgläubiger Mensch. Ich will mal das Gute in den Leuten sehen, nie das Schlechte. Das tue ich jetzt hier schon wieder. Oh, ich weiß. Ihr radet mir da sicher jetzt schon wieder von ab. Lalalala. Ich höre das gar nicht. Ich tue so, als ob ich das gar nicht höre. So. Das ist eine gute Länge. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist gar nicht symmetrisch. Sicher, sicher ist das nicht symmetrisch. Symmetrisch ist sowas nie. Ist ganz wichtig. Wenn du nicht weißt, ob symmetrisch ist, sag, es ist nicht symmetrisch. Weil dann liest du meistens liest du damit richtig. Und zwar nicht ein bisschen richtig, sondern goldrichtig. Denkt sich auch, dass ich mittlerweile einen Knall habe, weil wenn du sowas machst, führst du immer Selbstgespräche. Schön, ne? Man führt halt gerne Selbstgespräche. Ist mittlerweile normal. Sitzt, wackelt und hat keine Luft, habe ich ja gebaut. Die Sitze sind natürlich asymmetrisch. Symmetrisch wäre schön, aber gibt's hier nicht. In Squat-Mechanik ist immer, wie du es machst, baust es falsch. Wenn du symmetrisch baust, brauchst du asymmetrisch. So. Ist natürlich erstmal zu wenig Sprit drauf. Dann in der falschen Richtung gemacht. Ne. Ich sehe das. Hallo? Das macht doch. So. Gib Gas. Jawohl. Oh, ist das schnell. Ich glaube, da muss ich doch mal noch mal ein bisschen Gas geben. Müssen wir noch mal ein bisschen mehr Gas drauf. So, jetzt geht's ab hier. Oh, yes, baby. Oh, yes. Oh, yes. Jetzt kommt die spannende Stelle. Kann dieser Zug kurven? Kann das Gelöt eine Kurve? Das hier Lüt kann eine 1A Schneckenkurve. Das ist aber blöd, denn wir sind nicht hier. Ui, ups, hoppla. Hoppla, das war ein bisschen flott um die Kurve. Ist ja alles hier noch Ausprobiererei. So, platzieren wir nochmal falsch. So, nochmal falsch ist gut. Falsch ist immer falsch. Das ist das Wichtigste, merkt euch. Falsch ist falsch. Und wenn ihr es richtig platzieren möchtet, platziert es am besten wie richtig falsch. So, deswegen schrauben wir mal ordentlich wieder Geschwindigkeit vom Gas. Oh, das hat einen Anzug. Das hat einen Anzug. Da träumen die S-Bahn von der Deutschen Bahn von. Oh, geil, das Scheiße. Noch ein bisschen Gewicht drauf und dann ist das Ding geil. Na gut, Oberbau fehlt auch noch. Ist ja halt ein bisschen Gewicht. Warum habe ich hier nochmal rot drauf gekleistert? Ist ja Ende. Hat irgendwer jemand vergessen, Schienen zu bauen? Da schwebt Straße. Was ist da? Ist da Ende der Map oder was? Was ist hier? Hoppala. Hier ist Hoppala. Hammer gemerkt. Hier ist Hoppala. Hoppala ist scheiße. Aber sieht ja immer so schlecht aus, was wir hier gebaut haben. Ist gar nicht mehr so dramatisch. So. Zurück. Hoppala. Zurück zum Hoppala. Wir fahren nochmal kurz komplett neben der Spur. Einen Augenblick bitte. Haben wir sofort wieder eingegleist. Sag ich doch, mit Eingleisautomatik. Das muss mal jemand können. Eingleisautomatik. Oh.
Ich soll es am besten lassen für heute. Am besten sollte ich ausmachen, ihn aus der Map schmeißen, abschließen. Keller, PC im Gut. Keller. Nein, Tego, du sollst ihn nicht ausmachen. Und mich erhängen. Das wäre eigentlich das Beste heute. Nein, Tego, du sollst dich auch nicht erhängen. Wer will man heutzutage eigentlich gar nicht mehr? Oder erschießen. Erschießen ist auch gut. Aber das kriegen dann die Nachbarn wieder mit. Auch Och, erschießen nee. Ist keine Option. Ja, natürlich ist erschießen Option. So. Aber zurück zum Klartext hier. Mir wurde gerade gezwitschert. Hoppala. Weil war hier los, ist egal. Hier ist alles sicher. Der Bahnhof ist TÜV geprüft. Vom Tiger-TÜV. Ich sag, nenne euch mal kurz die Mitgliederzahl des Tiger-TÜVs. Tiger-TÜV besteht aus dem Tigo, aus dem Tego und aus dem Tobias. Die sind alle total hochprofessionell. Die haben noch nie was übersehen. Die haben auch die Bobbahn abgenommen. Die irgendwie ein paar Tieren in den Tod gerissen hat und ein paar Jakobs. Aber Jakobs fallen eh nicht auf, gibt eh viel zu viele auf der Welt. Einer auf der Welt ist schon einer zu viel. Oh, oh. Am besten würde ich damit... Merke ich mir. Ach, das nimm das doch nicht alles so unpersönlich. Shit. Ach, sag ich gleich, alles gleich. Er hat ja Zeit. Noch weiß ich noch nicht, wo er wohnt. Wenn ich weiß, wo er wohnt, dann wisst ihr, Leute, wenn er mal plötzlich verschwindet, wo er ist. Oder wie es passiert ist. Lalalala. Wenn ich das sage, darf ich dann überhaupt noch die Folge hochladen? Auf jeden Fall ist das dann nicht mehr kinderfreundlich, oder? Oder ist das dann ansprechend für 13-jährige Leute? Ist auf jeden Fall nicht speziell für Kinder. Oder ich mache so ein Tutorial, wie bringt man sich als 13-Jähriger um. Das wäre natürlich speziell für Kinder. Ich habe eine Marktlücke entdeckt, glaube ich. Ich sollte mal ein Tutorial machen, wie bringt man sich als 13-Jähriger am besten um. Das ist eine gute Idee. Tego, das ist auf jeden Fall nicht werbefreundlich. Du kannst doch nicht einfach ein Tutorial darüber machen, wie man sich als 13-Jähriger am besten umbringt. Das ist doch... Nein. Speziell für Kinder. Nicht, auch nicht speziell für Kinder. Ja, also. Natürlich, richtet sich an. Okay. Nein. Wie bringe ich mich als 6-Jähriger am besten um? Ich hab's noch besser. Noch besser. Wie bringe ich meine Eltern als... I-Männchen um. Jetzt. Es wird mir klar vor Augen. Das Tutorial. Der Kassenschlager. Wie töte ich meine Eltern? Und dann so in Jahren gegliedert. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 0. Ich hab's. Ich weiß halt, wie man Geld macht. Oh, Entschuldigung, Tisch. Es tut mir leid. Du kommst natürlich als erstes dran. In meiner Tötungsbericht. Wie bringe ich meinen Tisch um? Was auch ganz wichtig ist, wenn man Leute umbringen möchte, hängt das am Namen von ab. Zum Beispiel bringt sich ein Jakob ganz anders um als eine Tina. Tina ist ein Jungenname, ganz klar. Und Jakob ein Mädchenname. Kennt ihr das, wenn ihr immer so das Gefühl habt, dass euch irgendwie so ein Schlick, so, dass ihr so in einem Strick seid, der irgendwie sekündlich mit jedem Wort, was ihr von euch gebt, sagen wir mal, enger wird?
immer näher zu euch hinkommt und irgendwann sogar ein Smiley drin seht. So kommt mir das gerade nicht vor. Denn ich sehe diesen Smiley und diesen Strick gerade nicht vor mir. Jetzt sehe ich den Smiley genau vor mir. Ein lächelnder Smiley. Zwei große Ellipsenaugen. Mit einem fast C. Mit so zwei an den Mundwinkeln noch so zwei Cs. Gelb. Hat keine Augenbrauen. Schwarz umrandet. Jetzt drückt er mir ein Auge zu. Ich sehe noch einen mit einem Daumen hoch. Jetzt sehe ich es alles bildklar vor mir. Habt ihr es auch gesehen, Leute? Oder sehe ich jetzt Gespenste? Smileys. Ich weiß ja, dass bei mir normal ist. Ich sehe ja auch, ich spreche ja auch mit irgendeinem Bot. Ein Bot hat mehr Zeit für mich, ne? Ist das kein Bot? Oh, schwer. Muss ich mal gleich fragen, ob er ein Bot ist. Ich weiß das nicht. Ich kann da noch nicht so ein. Es hat jetzt ein Roboter, so ein Unhöflichkeitsroboter, der ausprobiert, wie unhöflich man sein kann oder sein muss, damit man denkt, er wäre ein Mensch. Das könnte sein. Das ist eine Möglichkeit. Und Jakob steht dafür. Yamazu Ame. Nee. Jamaikanische Armee. Jark. Konkurrieren. Oder backen. Jetzt wissen wir. Ich sollte Verschwörungstheoretiker werden. Ich glaube, das mache ich zum Beruf. Ich mache keine Abitur mehr. Ich werde Verschwörungstheoretiker. Jetzt weiß ich's. Danke, Leute, dass ihr mir den Weg hinzuzeigt. Ich liebe euch dafür. Küsschen für alle. Und für dich, Lok. So. Soll ich in dich rein? Komm, ich geh in dich rein. Komm, mach auf. Los, lass mich rein. Ja, danke. Ich bin drin. Was nochmal die. Ja, ich spür's auch. Ich hab's auch gespürt. Das sieht schon mal ganz scheiße aus. X. Schlimm. Ihr habt ein bisschen niedrig gebaut. Ich gebe es ja zu. Die Olga muss größer sein. Damit auch man richtig reinkommt. Also ich nenne diese Lok Olga. Das ist Olga. Ja. Das ist Olga. Sag Hallo Olga. Hallo Olga. Geht doch. Nee. Hallo Olga. So. So ist besser. Hallo. Hallo Olga. Hallo Olga. Vielleicht kommt wirklich der Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland. Und die Armee. Die Armee muss ich keine Angst vor. Easy Scheiße in Deutschland. Also. Wisst ihr, Leute? Armee ist scheißegal. Ich weiß gar nicht, hat Deutschland überhaupt einen guten Geheimdienst? Wer weiß das schon? Deutschland ist eh in allem scheiße.
Außerdem scheiße sein. Ich mache mich gerade nicht beliebt. Bei gar keinem. Schweiz ist besser. Alles ist besser in Amerika. Oh. Alles ist besser in Amerika. Oh. Hol dir die Kekse in Amerika. Oh, nein, Amerika ist nicht besser. Alles besser in Amerika. Wo es auch weiße Kekse gibt für den Jakob. Da gibt's weiße Kekse für den Jakob. Weiße Kekse für den Jakob. Mit schönem weißen Krümeln drin. Weiße Kekse mit weißen Krümeln. Alles gut, ne? Geht's dir gut, Jago? Ich hoffe. Hoffe, du wirst schön in der Ferien. Der antwortet. Ich muss mal ganz kurz fühlen. Ich lebe noch. Ich habe eine heiße Stirn. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich muss mal kurz fühlen, gib mal Hand. Oh ja. Meine Hand ist schon ganz blau. Oh Gott. Hilfe. Alles gut, Leute. Wenn ich umkippe, einfach kurz Rettungsdienst, dann ist alles gut. Alles gut. Kein Ding, ich mach das gerne. Ich arbeite wirklich gerne bis zur Erschöpfung und darüber hinaus. Mach ich tierisch gerne. Ist ein bisschen kleiner Sitzung, ne? Ist ein bisschen schlank, das Bänkchen. Wie lange breit machst du denn deine Bänkchen? Muss ich mal kurz gucken. Lass mal looken. Looky, looky. Der ist deutlich weiter als ich. Looky, looky. Aber hat auch noch keine Bank. Looky, 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 hübsch. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Dingsbums da, die H-Bahn. An was erinnert sie dich? An die H-Bahn? An die H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Eine H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Eine H-Bahn. Ja. Ja. Wie würdest du jetzt H-Bahn schreiben? Das würde mich jetzt interessieren. H minus Bahn. Die H-Bahn. Ja, sag mal, buchstabier mal H. H wie Hase So, ich habe jetzt und dann gedacht, dass minus du Bahn. an H wie Haare denkst. Nee. Ach so. Schade. Weil was hat das mit der H-Bahn zu tun? Das ist sowas. Ja. Das ist die H-Bahn. Ich kenne gerne H-Bahn. Ja, bei mir Kennt um die man Ecke das? steht eine H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Hochbahn. Also. Ja gut. Die haben auch eine Hochbahn. Gerade erkennt keiner jetzt. Ich habe bei mir auch eine um die Ecke. So, ich muss mich wieder muten. Also jetzt nicht, was ich sage. Hey Leute, wir können lästern. Was wir gerade gesehen haben, wer quatscht, braucht deutlich länger, als wer konzentriert baut. Ist schlimm. Sieht deutlich hübscher aus, was er gebaut hat, als was wir gebaut haben. Er kann mir irgendwie noch nie auf mir sitzen lassen. Wie viel Beinfreiheit braucht man? Nicht viel, ne? Beinfreiheit wird überbewertet.
reicht, ne? Ist ein bisschen breiter, wäre geil. Bisschen breiter wäre geil. Bisschen breiter wäre geil. Okay. Hab ich gehört? Bisschen breiter wäre geil. So. Ich bin Profi im Bahnbau. Kenne doch alle. Ich bin hier professioneller Bahntiger. Professionell natürlich. Als professioneller Bahntiger weiß man natürlich, wie man professionell Bahn vergeigt. Dies geht erstmal ganz einfach. Zuallererst müssen sie eine Blockpassage ansetzen, die sie dann einfach durchführen und dann zum Schluss feststellen, dass das vorne und hinten nicht passt, wie sie es geplant haben. Da, so vergeigt man am besten professionell mit abgesegneten Tigerbahnen. Diese werden dann natürlich auch hochprofessionell vom besten TÜV, dem Tiger-TÜV, abgenommen. Ist genauso wie das Wort verkneife ich mir im Haar. Hab ich. So. Es tut mir leid, dass ich auch jedem Scheißen gekreisen muss. Es tut mir leid. Mach ja nicht unabsichtlich. Langsam sehe ich wirklich wieder Smileys. Langsam glaube ich, muss ich wieder ein Smiley sehen. Was ich mir hier gerade erlaube. Uiuiuiui. Wenn das mein Chef wüsste. Ihr habt gar keinen Chef. Das. Ich bin immun. So, geschafft. Hier ist eine Tür, habe ich gerade beschlossen. Hier, Tür 4. Hier, Tür 4. Ist ein bisschen schlank, das Ganze. Machen wir mal ein bisschen hier so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Genau. Hier kommt dann so ein Gangsitz hin. Ein Gangsitz, ganz wichtig zum Gangsitzen. Ich weiß noch nicht. Ich bin unschlüssig, ganz ehrlich. Irgendwie bin ich ein bisschen unschlüssig mit meinem Klotz. Ich bin ein bisschen unschlüssig mit diesem Klotz. Der Klotz gefällt mir noch nicht so, wie der gefallen sollte. Der ist noch nicht so ganz klotzig. Der klotzt noch nicht so gut, wie er klotzen sollte. Hoppala. So, doch, den kann man klotzen, so. Wie macht man das denn hier? So, da ist Scheibe, Shisha-Schuh, Tritra-Trollala. Ich kann auch diese Dinger einfach mal ein bisschen ummodifizieren. Ganz gute Idee. Viel Swing. Wir machen das. Machen wir doch wieder alte. L-Position ist jede Position. So. Hier ist Notsitz. Notsitz ist immer gut. Ein Notsitz. Zwei Notsitz. Ist ein bisschen slank, der Notsitz. Mama, drei Notsitz. Schöner Sitz. Sieht total ungemütlich aus. So gefällt es mir. So, noch ganze ein bisschen anhöhen. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So ist natürlich eine mikroskopische S-Bahn. Die ist genauso klein wie eine H-Bahn. Ich zeige euch gleich mal die H-Bahn, ja? Ihr wollt die doch alle sehen. Ihr wollt alle wissen, wie eine H-Bahn aussieht. Ich zeige euch gleich die H-Bahn. Einen Augenblick bitte, ich muss mal ganz kurz prüfen, ob das hässlich genug aussieht. Das können auch die Arche-Nummer sein, so klotzig wie die. So, ich zeige euch mal ganz kurz H-Bahn. H-Bahn. Ta-ta-ta-ta. So, bitteschön. H-Bahn zum Anschauen. Seht ihr? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ich zeige euch die gewisse Ähnlichkeit. Beides. So. Ich muss mal von der anderen Seite gucken. Lass uns mal von der anderen Seite Lugi Lugi machen. So. Seht ihr?
So, ich zeige Ihnen nochmal das Schnappschüss. Hat hier wisse Ähnlichkeiten, oder? Wenn die Scheiben vorne so, moah, hat hier gewisse Ähnlichkeit. Kann ich dann noch mal ein bisschen hier mal dicht hier die Luge? Dicht die Luge, bitte. Guck mal. Und, weil ich muss dann noch mal ein bisschen nachjustieren. So ist gut, die Einung leck wieder. So. Jetzt ganz ehrlich. Hat, finde ich, schon ein paar Ähnlichkeiten. Ich sag euch auch ganz ehrlich, ihr Schwiegermann ist auch in der Habern orientiert. Das sieht man jetzt nicht so von der Technik von Technik, Technik, aber das sind Kleinigkeiten. Ein natürlicher Vorteil, er hat nicht so eine lange, so ein langes Jalö. Langes Jalö hat er nicht. So. Wir aber zurück zu unserem Gelöt, dem Thema S-Bane. S-Bane ist natürlich eine Bane für sich. Elaine, diese S-Bane, hat natürlich ihr Führerhaus. Dieses Führerhaus befindet sich bei S-Bahn typischerweise irgendwie, warum auch immer, von und hin. Warum man sowas total bescheuert macht, ist mir noch nicht klar, aber ist halt so. Deswegen werden wir mal ganz kurz S-Bahn eingeben. S-Bahn ist mir egal, wie die. Da haben wir auch eine S-Bahn, eine gute alte S-Bahn. Eine gute alte S-Bahn. Ich will eine normale S-Bahn, die da. Die gefällt mir. Die hätten wir gern. So. Wie sieht die aus? Die sieht total beschissen aus. Für mich zumindest total beknackt. Gut, Problem Nummer 1. Die Rundungen. Rundungen hier in Square Mechanic sind erstmal der totale Krebs. Du kannst direkt in eine Pfiffe rochen. Hier kaspert schon wieder oben jemand rum. Du kannst in eine Pfiffe rauchen. Rauch mal erstmal eine Pfiffe. So, eine Pfiffe geraucht. So, dann machen wir mal erstmal hier dicht. Erstmal Mama erstmal dicht hier. Dicht. Dichte Kasten. Der Kasten ist dicht, hast du gehört? Jawohl, haben wir gehört. So, machen wir erstmal hier ein bisschen kleiner den Kasten. Erstmal ein bisschen stromlinienförmiger. Der ist mir viel zu kloppig. Viel zu kastig, viel zu kloppig. Kloppig ist nicht gut. Da habe ich ihn hier, haben wir gerade extra hier das gelöscht. Damit diese Kloppigkeit verschwindet. Ja, Hammer. Mama war wieder hin. Ah, ich bin so intelligent. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Da könnte auch eine alte Straßenbahn aktuell sein. Wäre auch cool, aber ich will eine S-Bahn. Eine S-Bahn, die ich nicht hinbekommen werde. Soweit zum Thema. Voilà, da ist doch schon mal ein guter Anfang ist das. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das macht doch schon mal die halbe Miete. Macht das. Das ist schon mal halbe Miete. Diesen Block hier zu finden war schon mal eine halbe Miete. Ganz wichtig, das hier ist echt lebenswichtig für unsere S-Bahn. Nennt sich Kurve. Kurva. Kurva ist immer gut. Kurva macht rund und hübsch. So, diese Kurve ist natürlich jetzt hier in dieser geilsten Bahn der Welt eingebaut worden. Heißt, 10.000 Punkte schon mal für den Theo. Nur weil er diese Kurve eingebaut hat, hat der Jakob jetzt nicht. Ist schon mal sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Besser geht nicht. So, damit sind wir fertig mit der Kurve. So, jetzt kommt das hier Heimrezept einer erfolgreichen Kastenbahn. Das nennt sich Kurven, Kurven, Kurven. Zuerst macht man das hier. Dann macht man das hier, dann macht man das hier. Also, zuerst muss man irgendwie das auf rund kriegen. Also braucht man so einen eckig zu rund Adapter. Diesen gibt es hier Gott sei Dank nicht in Scrap Mechanism. Ich hab da mal ganz kurz was im Hals.
Diesen nicht-eckig zu Rundadapter wird dann so gut wie es geht hier rangebaut. Sehen Sie. So schlecht wie möglich, bitte. Das sieht schon mal ganz scheiße aus. Wenn Sie das hier geschafft haben, löschen Sie das nochmal. Machen Sie das nochmal weg. Dann machen Sie das hin. Dann denken Sie sich, sieht ja ganz hässlich aus. Wenn Sie das denken, haben Sie es geschafft. Sie haben das Kunstwerk verkackt. Ja. Dies wird dann in der Mitte platziert. So. Dieses verkackte Problem muss ja noch auf der anderen Seite gelötet werden. Also auch dran gepappt. Egal wie hübsch. Und so. Hauptsache rein. Ist ganz wichtig. Hauptsache ran gelötet. Wie ist total egal. Ob das hässlich ist, hässlicher oder am hässlichsten. Wie sie machen, ist egal, ist eh falsch. Denn das geht halt nicht, was sie wollen. Also machen sie es einfach so, wie sie es gerade Bock drauf haben. Nämlich total hässlich in dem Falle. So. Wenn sie diese Totalhässlichkeit denken, sie haben sie überwunden. Vergessen es. Können sie gar nicht schon. Totalhässlichkeit geht bei S-Bahnen schon mal gar nicht. Wenn sie das glauben, das sieht hübsch aus, ist vorbei. Ganz klar ist dann der Kasten erst halb vorbei. Denn dann müssen sie wirklich alles dran setzen, dass dieser Kasten von kastenförmig auf richtig kastig wirkt. Und wenn sie das geschafft haben, dann, erst dann können sie sagen. Ja, das ist ein sehr schöner Kasten. Dieser schöne Kasten, so schön habe ich noch nie einen Kasten gebaut, ist der schönste Schönheitskasten, den ich je gesehen habe in der Kastenfabrik. Und ihr wisst, ich liebe Kästen. Ich liebe Kästen über alles. Ich habe noch nie einen Nicht-Kasten gesehen und ich habe Kästen gefrühstückt gefühlt. Ich frühstücke morgens einen Kasten. Zum Mittag einen Kasten und natürlich nicht vergessen zum Abendessen. Als Ausgleich, was glaubt ihr wohl? Richtig, ein Kreis. Immer Kasten ist ja langweilig. So, jetzt merken Sie, irgendwie, was ich hier die ganze Zeit gebaut habe, macht ja gar keinen Sinn, denn das sieht erstmal total hässlich aus. Wenn Sie diese Erkenntnis gewonnen haben, dann können Sie das wieder abreißen. Obala. Entschuldigung. War beabsichtigt. So. Wir müssen das hier irgendwie erstmal hübsch hinkriegen. Also erstmal irgendwie hübsch muss das werden. Hübsch muss das werden. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das mal. Probieren wir das mal aus. Das sieht schön aus. Wir spitz. Spitz ist auch gut. Was nicht eckig ist, halt spitz. Ich könnte ja auch einfach. Ha! Vollpfosten. So. Ich bediene ja nur die Polygone gerade. Ich habe doch ganz viele Blöcke hier gerade in petto. Ihr wisst gar nicht, wie viele Mods hier drauf sind. Das sind alle Mods, die ich besitze aktuell. So. Und das liegt daran, ich nutze die eigentlich nie. Ich mache das nur ganz gerne. Ich gehe so Mod stöbern. Mod stöbern macht richtig Spaß. So, hier sind immer tolle Teile dabei. Vor allem dieses Tee. Kann ich nur empfehlen, dieses Tee. Diese Teile können aktuell hier wirklich. Eigentlich können wir unseren Zug in eine Tonne treten, denn ich kann das eh nicht. So. Mal hier nochmal Farbe bauen.
Volare. Volare. So, da muss mal das Ganze wieder hin. Das Problem ist diese Form, die ich mir immer aussuche. S-Bahn ist echt nicht schön. Das macht es irgendwie nicht. Irgendwie muss ich mir was anderes überlegen. Lass uns mal so was Ähnliches wie eine S-Bahn bauen. Was? Ich weiß nicht. Ich muss mehr Schwung da reinkriegen. Wir müssen da noch mal ein bisschen ausbeulen, das ganze Gelöb. Lass uns mal ein bisschen ausbeulen. So ein bisschen nach da so, da so, das gefällt mir. Dieser Gedanke allein gefällt mir schon. Ausbeulen ist immer gut. So, erstmal von links und rechts mal so ein bisschen Swift da reinkriegen. Vertrau mir, wenn ich weiß, wie man Tigo, es. Ja. folgendes Problem, also A, könntest du vielleicht deine Dampflok despawnen, weil Mach selber. der das nicht so viel Sinn da und noch was, aus irgendeinem Grund kann ich diese, meine Schwebebahn, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin, dass die sich unter dem unter der Schiene spawnen lässt. Also die ist halt irgendwie zu hoch dafür. Ja. Also, aber eigentlich ist sie das nicht. Der Lift. Das ist halt so. Geht doch. Aber nicht, wenn da oben noch so ein Ding dran ist, was das festhält. Soll ich das so machen, dass sich das da, dass man einen Knopf drückt und die sich dann einhakt, oder wie soll ich Nein, das du machen? machst das, als ob das jetzt so sein soll. Das funktioniert. Vertrau mir. Wenn du das nicht hinkriegst, mach ich das für dich. Ich kann das. Ich bin hier Profi, Schwebebahn-Einbauer. Alles gut, ich krieg das hin. Ja, ich habe wirklich Erfahrungen in Schwebebahn-Einrenken. So, zurück zu unserem Problemkind. Ich habe so richtig Bock auf dieses Problemkind. Nennt sich gar nicht. Diese große Lust. Bist eigentlich jetzt mit Telefonieren fertig oder quatschst du noch mit deinem Kollegen? Ich schon mal erwähnt, dass keine Antwort auch eine Antwort hieß? Diese Antwort heißt so ähnlich, leck mir am Arsch. Ja, heißt, also nein, nein, das nicht, aber doch, ich habe immer noch, bin immer noch am Telefon. Sorry. Sache, die wir jetzt hier total schön auslegen können, wie mir gerade will, weil er ist ja am Telefonieren. Ich kann jetzt alles auslegen, wie ich es möchte. Ne? Ich kann ja jetzt dieses Sorry auslegen, ironisch. Sie macht das nicht. Ich mach das nicht. Ich bin ja kein totaler Arsch. Ich bin nur ein Halbarsch. Halbarsch mit Soße, einigen wir uns. Unakirsch oben drauf. Vielleicht hätte ich das in die andere Richtung machen sollen. Eventuell. Eventuell vielleicht doch nicht in diese ausgedingste Richtung, sondern eher in nennen wir es mal die innere Richtung. Diese da. Sieht das besser aus? Ja, irgendwie hat das die Eingabe, wenn es nach innen geht, besser auszusehen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber irgendwie ist das so. Ich überlege nochmal kurz, warum. Und dann teile ich euch das irgendwann mit. Ja? Gut. Ich mache heute. Sehr häufig. Arrg. Ich hoffe, mein Redefluss
ist relativ in Ordnung. Ich bin wirklich hier wie im Wasserfall zu reden. Was mit Schaltschmerzen nicht gut ist. Aber das Thema hatten wir ja heute schon ganz häufig. Oder in den Folgen, wo ich heute aufgenommen habe, habe ich das jedes Mal thematisiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist zum Labern. Und bitte sagt nicht, du kannst gar nicht labern. Du kennst halt nicht, du willst halt auch gar nicht. Doch, ich bemühe mich hier wirklich viel zu reden mit euch. Ich versuche ja viel zu reden. Und ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut. Behaupten, mit denen ich rede, können das besser einschätzen als ich selber, aber ich glaube, ich laber wirklich mittlerweile wie ein Wasserfall hier. Ja, würde ich schon sagen. Ich höre mich noch nie mal doppelt, obwohl ich am Mikrofon bin. Angestöpselt. Ich kann ja auch über mein Mikrofon outputten. Das bedeutet denn, dass ich meine Stimme noch höre und den Spielsound darüber so rumzugucken, ob ich übersteuere oder so. Sehr praktisch. Also dann kann ich besser prüfen, wenn ich aufnehme. Zumindest lange. Wie sich das anhört, wenn ich hier einspreche. Ich weiß das halt. Ich kenne halt meine Technik. Nein, hier wollte ich, so weit wollte ich doch noch gar nicht bauen. Nein, ich wollte doch nur bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Ich wollte doch nur bis zur Mitte, die nicht existiert. So. Langsam wird's besser. Ich glaube, ihr habt eine geile Idee. Wir nehmen nicht mehr S-Bahn, wir machen wirklich die H-Bahn, weil so ein bisschen langgezogen H-Bahn. H-Bahn. Was? Shit. Ja, weiß wohl. Was war das jetzt? H-Bahn Dortmund. Wir können natürlich auch wo eine andere H-Bahn. Wir machen mal ganz kurz hier auf. Link im neuen Tab. Guck mal. H-Bahn. Okay, verstanden. Komm gut an. Okay. Sehr interessant. Guck mal. Guck mal. Schöne. Linie 2, Linie 3. Ach. Ach, interessant. Linie 5. Linie 7. Interessant. Wusste ich gar nicht. Preise. Zwei Stunden nach Entwertung für beliebig viele Fahrten. 90 Cent. Kann ich 2 Stunden Schwebebahn fahren? Das ist ja ein Schnapper. Ein Schnapper ist das. Wir waren stehen geblieben bei Düsseldorf. Die haben auch das. Da ist sie. Die Düsseldorfer. Die Düssel. Da ist die Düssel. Die Düsseldorfer. Die sieht so aus. Düsseldorf. Das ist die Düsseldorfer. Das ist die Dortmund. Das ist Düsseldorf. Dortmund, 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 Düsseldorf. Ich glaube, man hat es verstanden, oder? So, wir machen mal an der Dortmunder weiter. So. Wie die ihn aussehen, muss ich gleich gucken. Aber wir brauchen erstmal Fenster. Fenster, Kugellöcher. Kugellöcher braucht es. Kugellöcher. Oh. Hoppla. Gut. Tigo, was hast du getan? Nix. Warum ist die Mehrbank gestürzt? Ja, ich habe irgendwie ein kleines Problem gehabt. Okay, gut, dann telefoniere ich weiter. Ich sag dir Bescheid, wenn du wieder rein kannst. Okay. Kannst du Das. mir dann auf Discord schreiben, dann setze ich so lange die Kopfhörer ab. Okay. Okay, danke.
Kannst du mir dann auf Discord schreiben? Das schneide ich in die nächste Folge rein, Leute. Ich schwöre euch, das wird geil als Cliffhanger. Ich lege das so aus, wie er es mir gesagt hat. Das müssen wir wirklich noch ein bisschen überlegen. Aber tolles Timing.